Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier in der zweiten Folge von Valheim. Hallo. Moin moin. Oder Valheim? Heim? Heim? Daheim sind wir. Daheim im Land. Oh, das ist ja blöd, das ist eine Leiter. Ich will eine Treppe. Denk dran, beim Bauen, das Ding hat ja auch eine Statik, ne, das Spiel. Achso, wer ist denn eigentlich fürs Bauen jetzt zuständig? Ja, ich habe noch kein Holz mehr. Der wird uns hier richtige. Ey, ich habe noch ich Holz, komm mal her. Ja, jetzt überfordere mich doch nicht. Danke. Okay. Ja, der baut uns dann hier in Zukunft richtige Paläste hin. Ja, aber jetzt ist immer noch die Frage, warum muss ich das jetzt machen? Du angefangen hast. Hast du dich freiwillig dafür gemeldet? Ich habe mich nicht freiwillig gemeldet. Ich wollte einfach nur ein scheiß Dach über meine Werkbank. Da hier, bitteschön, warte mal. Weißt du, dahin. Ich mache jetzt mal eine Kiste hier ins Haus. Solange du nicht andere Dinge ins Haus machst. Ja. Ja, dann mach eine Kiste und ich leg dann in die Kiste. Ja. Also da packe ich euch jetzt auch mal Essen rein, dass ihr was futtern könnt. Also ich habe jetzt mal Fleisch reingepackt hier. Genau. Wie viel muss man hier auf die Statik achten? Sehr. Ja, das fällt dann schon irgendwann zusammen. Zeig noch Wände mit Fenster drin. Oh, das merkst du denn, das ist überhaupt kein Problem. Holzdachkreuz, Holzwand, Holzdach. Holzwand einmal eins, Holzwand halb. Auch Holzwand schräg. Was hast du noch? Balken. Harzbrücke bestimmt noch nicht. Machst du auch Fenster rein? Ja, ich guck doch gerade. Hetz mich nicht. Gib keine Fenster. Die musst du improvisieren, Fenster. Jetzt lass mich mal improvisieren. Ja. Der Imp kann improvisieren. Dazu ist der Name da. Hetz mich nicht. Zittern, nee. Ja. Das ist ein Vogel, Schatz. Kannst du schon schießen? Ich kann auch nicht schießen, nein. Kann man hier schleichen? Oh, schade, weggesaugt. Halt dich an die kleinen Bäume, die können nicht Aua machen. Wir werden mit der Zeit auch stärker. Die kleinen Bögen. Ah, so funktioniert die Statik. Oh, warte mal, wir brauchen noch ein bisschen mehr Fleisch. Das wird gerade sehr neblig. Ja. Das speichert ja schon wieder die Welt. Was soll denn das? Der speichert relativ oft, ja. Damit du auch irgendwann mal den Server ausmachen kannst, damit ich 20 Minuten warten muss. Ist ein Argument. Basta, danke für die Erklärung. Sehr gut. Ah, genau das habe ich gesucht. Bisschen umständlich ist es trotzdem noch. Was hast du gefunden? Ich habe einen Baumstamm umgehackt und drei sind mit ihm runtergerissen. Ach so, ja. Also hier hat es jetzt jede Menge Baumstämme und Äste und so halt. Schön halt. Warte mal, was mache ich da drauf? Hier, das geht. So ein bisschen wie so ein Blocksystem, okay. Interessant. Bist du da hinten irgendwo? Geh weg. Geh weg in meine Richtung, geh einfach weg. Guck mal, da ist das Haus. Nee, ich bin weit weg. Also, hau um. Ich
kann ja eigentlich die Werkbank in die Wand reinstellen. Das ist ja unpraktisch. Kreuz, wie sieht denn das aus? So. Warum baue ich eigentlich jetzt nochmal? So unkreativ. Aber du, das hat's mal jeder von uns gemacht. Gibt's da eine Möglichkeit irgendwie? Ja, Treppen bauen. Was brauchen wir denn? Feuerstein. Ich habe ein bisschen Feuerstein noch. Oh, Axt kaputt. Ja, sobald das Dach drauf ist, können wir auch reparieren. Ich gebe mir Mühe. Jetzt. Gab keiner im Wasser? Nee. Nee. Okay. Warum? Fällst du Bäume ins Wasser? Ja, hier am Rand. Ich will immer mit Rechtsklick drehen, aber das ist ja. Oh, jetzt habe ich wieder kein Holz. Dann gehen wir mal Holz fällen. Warte, warte, ich bring dir. Schnucki, ich bring dir. Und wo bist du, Schatzi? Ah, da bist hier. Du. Hier. Ja, danke. Ja. Sieht immer aus, als würdest du nur einen Stein fallen lassen, aber ja, oder ein Holz. Und hier in der Kiste hast du auch noch 60 Holz drin. Da haben wir auch schon reingelegt. Relax. So ist es nicht. Schön macht er das. Ja, komm. Hallo? Warte, jetzt kommt das Ultimative. Ich habe nämlich gerade noch einen Gegenstand gefunden, der da reinpasst. Zack. Schönes Balken X zum Abrunden. Guckt euch das an. Dann machst du zuerst das Dach bei der Werkbank, weil dann ist schon fertig. Also dann können wir wenigstens die Werkbank schon benutzen. Jetzt mich nicht. Ich sag's dir nun, dass du nicht auf der anderen Seite anfängst. Und dann können wir auch die Sachen reparieren. Zufrieden? Bin ich da. Können wir das hier jetzt reinsetzen zur Statik oder brauchen wir das nicht? 45, 26. Ja, komm her, du Monster. Nein, 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 jetzt hau nicht ab. Du hast angefangen zu stänkern. Dann nimm auch das, was du kriegen kannst, mein Freund. Hat jetzt hier nicht rumgestänkert und abgehauen. Hier, Hack. 26. Ich bin jetzt voll stolz auf mein Dach bisher. Sogar in der Mitte vom Haus nochmal einen Balken reingezogen. Schatzi, wo bist du gerade? Am Haus. Okay, dann kann ich hier hacken. So. Wie repariert man den jetzt? Werkbank öffnen und dann ist da so ein Hammer-Symbol. Das einfach anklicken. Gelungtes Hempel. Kostet das was, wenn man es repariert? Nein. Zum Glück nicht. Okay. Dann ist das in Ordnung. Okay. Ich habe auch noch ein gelungtes Hemd. Kann ich das dann anziehen, wenn ich das repariere? Bestimmt. So, Baumstamm. Bleib halt stehen. Ach so. Heißt so. Lol. Ach so. Jetzt habe ich das zerlumpte Hemd zweimal. Fuck.
Egal. Das ist der Nachteil hier bei dem Spiel. Es gibt keinen extra separaten Charakter-Slot, wo du willst. Guck dir mal jetzt diese Fake-Rollläden an, die ich gemacht habe. Oder Klappen. Cool. Oh, das ist cool. Das soll mal einer sagen, ich bin nicht kreativ. Das soll mir noch einmal jemand vorwerfen. Was hast du vorher gesagt? Wir haben das nie behauptet. Okay. Genau, bis das Wild lag. Nicht 100% damit klar. So. Schuldigkeit. Schuldigkeit? Was für eine Schuldigkeit? So, also, wie geht es mit dem Hemd? Ich habe nur auf den Hammer gedrückt, dann stand da schon automatisch dran. Verlumptes Hemd, Rechtsklick. Achso, dann da auf den Hammer, wenn du reparieren willst. Der leuchtende. Rechts. Ja. Mehrmals draufklicken, der repariert immer nur eine Sache. Bist du dir sicher? Da tut sich doch nichts. Klickst du nochmal auf den Hammer, es repariert sich immer nur eine Sache. Immer alles im Inventar. Solange der Hammer leuchtet, kannst du draufklicken. Dann gibt's auch was zum Reparieren. Einfach einen Hammer hintereinander schnell drauf machen. Ich habe vorhin 5 oder 6 Mal geklickt und dann war irgendwie Warenklopp fertig. Genau. Die Fackeln nicht, ne? Nee, Fackeln. Und was mache ich jetzt mit dem zerlumptes Hemd? Erstmal aus der Werkbank raus und dann im Inventar rechtsklick, dann zieh das an. Ist doch in meinem Inventar. Ja, aber du bist in der Werkbank drin. Okay. Und dann? Rechtsklick. Jetzt wird es angezogen. Okay. Entschuldigung. Irgendwie voll der Overkill, was ich jetzt mache, oder? Oder muss man da noch ein Balken reinsetzen? Jetzt muss das in meinem Inventar bleiben, weil ich nirgends alles ablege. Genau. Ruhend? Was ist ein Ruhend? Ich glaube, du bist gerade Ruhend. Das ist ein Bonus. Das ist ein Bonus, den du bekommst, wenn du im Haus bist, in der Nähe vom Lagerfeuer und so. Oh, schnuckelig. Sind die ganzen Wildschweine hin. Schaut doch gar nicht schlecht aus, das Haus. Ganz schnuckelig. Echt ein bisschen klein, aber sonst. Dann mach doch eine kleine Hütte daneben mit Schlafplätzen. Damit wir Hayabubu machen. Brauchen wir echt noch eine Schlafhütte dazu? Wenn du ein Bett hast, braucht jeder sein eigenes Bett, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich habe nur alleine gespielt. Ich brauchte mein Bett alleine, ja. Ja, dann probieren wir mal mit einem Bett, weil ich war echt weit weg gelandet. Ja, du landest immer am Startpunkt ohne Bett, da wo wir gestartet sind. Das will ich aber nicht. Bist du? Ich hab dich gehört. Ja, komm her. Sie stellt mal einfach mal ein Bett ins Gebäude rein und dann finden wir das schnell raus. Ja, versuch mal dich reinzulegen. Ja, da hockt eine Krähe drauf. Bett. Dann red mal mit der Krähe. Ja. Oh, du fühlst dich ausgeruht. Es ist gemütlich hier drin. So, da steht jetzt Imgims Bett dran. Komm mal her, Melle. Oder was soll das? Warte, ich komm. Mich interessieren, ob ihr dann auch reinlegen könnt. Weil wenn ihr wollt, baue ich eben so eine Hütte. Ist ja recht schnell gebaut. Nee, wir brauchen da keine 3 Schlafhütten. Ach, warum nicht? Das wäre dann so ein kleines Dörfchen. Jeder die gleiche Hütte? Okay. Warum nicht? Im Bett. Ich kann nichts machen, außer mit dem Raben sprechen. Okay.
Okay, verbringe die Nacht in deinem Bett, um gestärkt und voller Energie aufzuwachen. Das Bett kann ich auch nicht aufheben, oder warte mal. Irgendein Kopfkissen darstellen, in denen du Gegenstände lagern kannst. Das ist nie verkehrt, immer ein wenig Schatzrüstung. Warum? Du fühlst dich, also ausgeruht, 10 Minuten. Fängst an zu frieren. Jetzt ist aber dein... Jetzt ist aber dein Bett kaputt, ne? Ja, ich hab's wieder eingesammelt. War nicht ganz so ideal. Kann die Fackel mein Haus abbrennen? Ich würde es nicht probieren wollen. Ich habe extra die Fackel ausgemacht gehabt, bevor ich rein bin. Ja, das ist eine Standfackel. Deswegen frage ich. Du fängst an zu frieren. Ja, geh mal halt ans Feuer. Ich glaube, hier war das noch nicht, dass man ein Haus abfackeln konnte. Aber würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer verlegen. Bei mir halt auch schon echt ewig hier. Aber ich glaube, hier kann es nicht niederbrennen. Bist du dir sicher? Sache, sicher bin ich mir nicht. Aber wie gesagt, also bei mir ist es schon ein gutes Dreivierteljahr her. Hey, warum ist hier eigentlich so ein Kreis um uns rum? Wo ist ein Kreis? Das ist die Werkbank. Innerhalb dieses Kreises kannst du bauen? Bauen, genau. Wenn du außerhalb des Kreises bauen willst, musst du eine weitere Werkbank bauen, um den Radius zu vergrößern. Okay. Okay, okay. Und diese Birke hier kann man wirklich nicht fällen, ne? Nee, da brauchen wir anderes Material, haben wir schon probiert. Da. Also wir können natürlich auch das Haus nach hinten verlängern, dann haben wir irgendwann ein Langhaus. Das wäre weniger ein Problem, denke ich. Jo. Das hört sich doch gut an, aber wir brauchen ziemlich zügig unsere Betten. Ja. Kann ich diese Böden haben nicht? Jetzt. Boden. Jetzt sehe ich wieder natürlich Coinstick. Korstoff, nix. Nix Korstoff auffange. Lederresten. Rehe tun mir hoffentlich nichts. Nee, die Rehe nicht. Nö. Okay, dann hoppelt da einer vor mir. Das ist ganz lieb und nett. Das Haus lässt sich nicht nach hinten erweitern. Wegen dem Boden. Ein neues Haus. Hier. Du kannst auch den Boden einstampfen. Achso. Auch mit dem Hammer. Oh Gott. Nee, oh Gott, wie war das mit dem Boden? Konntest du nämlich auch buddeln? War das mit einer Schaufel? Vermutlich. Ich glaube, man braucht eine Schaufel, ne? Oder? Frag mich doch nicht. Ich guck mal in der Werkstatt. Ja, guck mal, ob da eine Schaufel gibt. Oder ob es die... Gibt eine Hacke. Werkzeug des Bauern, um den Boden zu ebnen. Stellen wir mal her. Jetzt habe ich eine Hacke. Der ist ein Hacker. Ich hoffe, es bleibt nicht in meiner Nähe. Wo bist du? Klassischer Fehler? Nö, du bist weg. Seid ihr im Haus, ne? Ja. Dann dürfte er euch eigentlich nicht. Ich habe die ganz große Eiche da hinten. Ich probiere es jetzt einfach. Also Boden ebnen ist echt cool. Das funktioniert auch so gut. Ich mach mal hier die... Nee, Spitzhacke. Haben wir schon Spitzhacke hier? Kann man die schon bauen? Keine Ahnung. Ah, zu stabil. Ich kann die gar nicht abbauen. Steinhacke. Nö. Spitzhacke. Nee, gibt's noch keine. Okay. Den Bogen hätte ich aber gern. Also wir könnten die Felsen auch integrieren ins Haus. Ja, müssen wir auch, weil jetzt momentan zum derzeitigen Zeitpunkt können wir ja nicht abbauen. Außer mit der Hacke. Ah ne, das ist hier nicht möglich.
reicht ja, ja eigentlich wird doch, als Anbau. Wird doch langsam. Einer von euch muss halt muss zwischen auch. Den Steinen schlafen, das ist jetzt aber... Wir müssen halt rauskriegen, ob jeder sein eigenes Bett hinstellen muss. Wahrscheinlich. Oder, nee, bevor ich nicht drin geschlafen habe, stand da nicht dran, dass... Okay, das heißt, du könntest ja bauen, hinstellen und wir liegen dran rein. Ich kümmere mich um alles. Oh, Schatzputzi, das ist ja toll. Spannend. Ja, dann. Ich gehe tagsüber wieder los. Kann das sicher nur noch in Stunden handeln. Ja. Ich wünschte gerne, dass ich die Fackel wenigstens noch in einer Hand halten könnte, während ich. Da liegt Holz auf deinem Dach. Ja. Das ist okay. Und Bäume nachwachsen tun nur, wenn ihr Samen habt dafür, ne? Ich habe Samen auch schon. Genau, die könnt ihr einfach irgendwo hinpflanzen. Und dann wachsen da neue. Jetzt habe ich das mit dem Bauen, mit dem Reparieren verstanden. Okay. Kann man Sachen irgendwie halbieren? Ja. Mit Shift und dann klicken. Ah, okay. Ich denke mal, wenn du die Standfackeln baust, baust du auch dieses Baumharzzeug. Ja. Korrekt. Es vergeht dann aber langsam. Also es wird aufgebraucht. Ja, weißt du, dann würde ich da immer die Hälfte von meinem reinpacken. Wenn mir hier hinten irgendwie eine Fackel aufbauen könnte, ist das ja cool. Wieso sch... Macht man das aus normalen Fackel oder muss ich die an... Den musst du bauen mit dem Hammer. Unter... Wo war es denn? Möbel und dann Holzstandfackel. Und dann rechtsklick. Dann geht das Baumenü auf. Möbel, Fackel. Und jetzt? Schon gebaut. Ja, wahrscheinlich. Wo willst du hin haben? Einfach mal mitten im Raum, damit ich was sehe. Okay, kannst du die jederzeit verschieben? Ja. Also ich kann sie einfach wieder abbauen. Platzieren, Maus 1. Hä? Links. Wieso ist der gelb? So, der ist auch gelb. Der hier ist grün. Nein, das ist im Grunde genommen der Blueprint und solange du Materialien hast, kannst du immer wieder neue hinstellen. So. Ich drücke auch dort die falschen Tasten, Melin. Ich versuche gerade, ob die auch in die Wände gehen, weißt du? Ja. Nicht. Hier, das ist hier nicht möglich. Ja, dann wohl nicht. Schade. Aber auf der Kiste wäre es möglich, oder was? Macht ja auch keinen Sinn. Fehlende Voraussetzung. Was fehlt mir jetzt schon wieder? Ach, wieder Holz. Doch 40 Holz, was will denn das? Wie komme ich aus dem Menü wieder raus? Rechts oder? Nochmal auf den Hammer klicken. Also nochmal die Zahl auswählen, wo du einen Hammer dran hast. Okay. Es ist anfangs doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber wir kriegen das schon. Ja, hier. Komm wieder. Das ist nur wirklich gewöhnungsbedürftig. Ja. Wie jedes Spiel, ne? Ja, das ist. Ich muss sagen, das Bausystem ist recht intuitiv. Das muss ich loben. Mhm. Okay, ich hab dir nochmal Holz reingepackt. Ich danke dir. Das haben wir jetzt mal erstens gucken. Hab ich Holz? Oh ja, jede Menge. Mal zurück.
Okay, dann gehe ich noch mal ein paar wilde Tiere. Flach, halt. Ich bin jetzt echt gespannt. Muss er die, wie heißen das, die Kisten dann zerstören? Wenn er die versetzen will? Ja, du musst sie auch wieder kaputt machen. Also mit der mittleren Maustaste dann. Was baut du mit den Feuersteinen? Feuerstein, Speer und so. Mit dem Feuerstein baue ich einen Feuerstein. Feuerstein, Speer. Guck doch in die Werkbank. Ich war da noch nicht drin, ich habe andere Sachen zu tun. Sehr leid. Ach so. Ich wäre dafür, dass ihr zwei euch jetzt streitet. Ja, immer. Eine Feuerstein-Axt. So, ich habe den Dachfirst doch gar nicht draufgepackt. Das ist ja ganz unpraktisch. Oh. Machen wir das doch mal. Gibt's bestimmt irgendeinen Zimmermann da draußen, der sich jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Muss ich da irgendwas blättern oder alles, was ich bauen kann, steht grundsätzlich nur hier? Erstmal das. Das erweitert sich Stück für Stück, je nachdem, welche Materialien wir alles finden. Aber so schlecht sieht mein Haus doch nicht aus. Auch dafür, dass ich jegliches Gefühl der Statik ignoriere und wahrscheinlich 30 Verstöße gegen irgendwelche Arbeitsrechte begangen habe. Ich habe einen Hirscherschlag. Ich habe einen Hirscherschlag gebaut. Das ist doch praktisch. Hirschfell aufheben, neues Material, Hirschfleisch. Das ist ja praktisch. Das soll mir mal einer nachmachen hier, ja? Ich bin der Einzige, der noch nicht gestorben ist. Sau praktisch. Ja. Das ist jetzt der Vorteil, wenn man daheim ist. Dass man nicht stirbt. Ja, oder weniger. Ja, ja, aber ich meine jetzt, ich habe am ersten Tag bin ich nicht gestorben und ich habe schon meinen ersten Hirsch erschlagen. Ohne Waffen. Oder zählt ein Baum als Waffe? Axt. Mit der Axt. Wie das dann mit der Axt zustande kam, ist eine andere Sache. Also ich finde, ich bin talentiert. Wie war das? Gelb ist fast nicht mehr in Ordnung und Rot wird dann schon statisch böse. Gut. Ehe. Hier das Baumenü. Das zeigt mir an, ob das statisch in Ordnung ist oder nicht. Und ich verstoße natürlich gegen alles. So ein bisschen. So ein Windstoß. Ein Windstoß und wir hätten ein Problem. Nein. Aber gesund wäre es auch nicht. Okay. Gut zu wissen. Und Bett. Was brauchst du denn dafür? Nur Holz oder was anderes auch noch? Ich glaube nur Holz. Vorhin ging es jedenfalls. Was ist das für eine Kack? Okay, blöder Abstand. Aber es ist schon wieder Schluss für die heutige Folge. Komm, hör doch auf. Doch. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, hast du nicht gemacht, aber dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Bin ich